Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zu allen Enden von Heavy Rain. Ja, meine lieben Freunde, heute gibt es meine Live-Reaction auf alle alternativen Enden von Heavy Rain. Es gibt, glaube ich, insgesamt 17 Enden, die ich euch jetzt hier rausgesucht habe auf YouTube. Es gab überall alle Enden nur auf Deutsch. Und dann habe ich einen YouTuber gefunden, der es auf Deutsch gemacht hat in einer halbwegs guten Qualität. Auf jeden Fall Dankeschön an ihn und sein Link natürlich in der Beschreibung zu seinem Kanal, Alter. Echt heftig, dass er da alles zusammengestellt hat auf Deutsch. Und ja, wenn ihr noch Bock habt, dass ich jetzt die Tage ein Video hochlade, wo es alle Todesszenen von Heavy Rain gibt, also wirklich alle Todesszenen, die es überhaupt gibt in diesem Spiel, wenn mal das passiert wäre, wenn mal dies passiert wäre, dann lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und schreibt es mir in die Kommentare rein, Leute, weil darauf hätte ich auch ehrlich gesagt richtig Bock. Dann würden wir das Spiel nochmal komplett abschließen, dann sehen wir, was alles an Enden gibt, das sehen wir ja heute, und dann sehen wir nochmal alle Todesszenen, wer wie, wo, wann gestorben wäre im Spiel. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt gemeinsam rein hier. Ich mache jetzt hier Vollbild. Ich habe mir da jetzt alles runtergeladen, Leute. Ich musste alles einzeln runterladen, weil der Typ hat es einmal auf Englisch und Deutsch in jedem Video einzeln gemacht. Und da habe ich jetzt auch nochmal eine halbe Stunde dran gesessen, um wirklich alles hintereinander zu packen, auf Deutsch auch die ganzen Enden. Und ja, Leute, wir schauen uns das jetzt an. Ich bin gespannt, was es hier für Enden gibt. Unsere Enden, die wir auch hatten, die sind natürlich auch mit dabei, Leute. Also ich habe wirklich alles reingepackt. Und ich bin gespannt, was jetzt kommt, Alter. 1, 2 und 3. So, also es sieht schon aus nach dem Friedhof. Die Endszene, die auch bei uns war, Leute. Ja, ich glaube, das ist sie sogar, oder? Ja, Mann, da sitzt der Sean, Alter. Und schaut aufs Grab seines Vaters. Ja. Boah, er kriegt direkt wieder Gänsehaut, Leute, ne? Ihr sicherlich auch, ey. Ja, Madison ist da. Aber es gibt auch Enden, Leute, wo Madison nicht dabei ist oder der Origami-Killer, ne? Das heißt, die können da auch sterben. Wir müssen gehen. Aber ich habe euch jetzt extra das Ende gezeigt, wo alle zu sehen sind, weil die anderen Szenen, das wäre genau dasselbe, nur dass halt der Origami-Killer nicht mit dabei ist und die Madison. Und der denkt sich auch so, scheiße, was habe ich getan, ey. Das war bestimmt das Erste. So war es ja auch bei uns gewesen, Leute. Boah, ich bin so gespannt. Es gibt 17 Enden. Das ist krass. So. Hey. Und hier wohnen wir jetzt? Nur wenn du es wirklich möchtest. Wir können natürlich auch etwas anderes Schönes suchen. Es ist mir egal, wo wir wohnen. Hauptsache, wir sind zusammen. Oh. Nichts und niemand bringt uns je wieder auseinander. Wir halten fest zusammen. Wie Kleber. Kann ich mir ein Zimmer aussuchen? Sicher, mein Großer. Krass, Alter. Das wäre natürlich ein schönes Ende gewesen, ey. Nicht so wie bei uns, Mann, ey. Ihr wisst ja noch, was bei uns vorgestern passiert ist, ey. Mann, 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 ey. Okay, dann können wir hier bleiben. Boah, aber ist eine riesige Wohnung, ne? Aber voll viele von diesen Dingern da, Alter. Wird mir nicht so gefallen persönlich, ey. Das nächste Ende ist, glaube ich, immer wenn so ein schwarzer Bild kommt, dann heißt es, es kommt das nächste Ende. Guck mal, was jetzt hier passiert. Sagen wir mal, ein Freund hat ein bisschen geholfen. Ah! Wenn wir wollen, gehört's uns. Madison. Die war, glaube ich, bei dem Ende gerade davor tot. Und jetzt ist sie dabei und sie sind quasi eine Familie geworden, Alter. Boah. Das ist echt ein richtig schönes Ende, Leute. Hey, Dad! Ich hab mein Zimmer gefunden! Na? Wie ist es? Es ist perfekt, Ethan. Wir werden alles vergessen können. Ein ganz normales Leben führen und irgendwann wird uns alles wie ein böser Traum erscheinen. Wir haben es uns verdient, glücklich zu sein. Wir alle drei. Das ist wirklich das perfekte Ende, Alter. Und diese Musik, ne? Da kriege ich wirklich Tränen im Auge. Musik macht so viel Gänsehaut einfach. Das ist so wichtig, ey. Also das waren jetzt, glaube ich, so die bestmöglichen Enden, die es hätte geben können.
Ja. Okay, Polizeiwache. Sie können gehen. Dad! Sean wartet schon seit Wochen auf dich, Ethan. Ich dachte, du willst ihn so schnell es geht sehen. Krass. Wenn wir uns gestellt hätten, wäre das, glaube ich, Ethan, so. Ethan, ich... Verzeih mir. Er hat sich ja... Versprich mir, dass du nie wieder weg bist. Versprochen, mein Sohn. Nie, nie wieder. Überall gibt's Happy Ends, Mann. Bei jedem Ende und bei uns, Alter. Das ist, glaube ich, wenn wir uns der Polizei gestellt hätten, anstatt da runterzuspringen. Wisst ihr noch? Vor ein paar Folgen. Da sind wir ja runtergesprungen, haben uns fast den Rücken gebrochen. Oha, Madison Page. Wurde heute auf dem Friedhof Charity Cross beigesetzt. Ihr heldenhafter Tod im Entführungsfall Sean Miles hat landesweit einen tiefen Eindruck hinterlassen. Kollegen von der Presse erwiesen der mutigen Journalistin, die ihr Leben der Wahrheitssuche opferte, die letzte Ehre. Brittany Sanders, ICN. Okay, Brittany, ist im Kasten. Na toll, bloß weg hier. Von der Gefühlsduselei kriege ich Hunger. Krass, Alter. Madison einfach begraben, ey. Ja, sie hatte auch verschiedene Möglichkeiten zu sterben. Und Ethan lebt, Alter. Ethan, er steht hier. Boah, das ist auch ein schlimmes Ende, Alter. Das wäre ein schlimmes Ende. Ich glaube, wenn wir von dem Origami mal den PC gehackt hätten, dann hätten wir die Möglichkeit gehabt, Sean zu retten. Und vielleicht ist sie ja dabei ums Leben gekommen. Kann ich mir nur zu gut vorstellen, ey. Boah, das ist jetzt so krass, alle verschiedenen Enden zu sehen. Das ist ein richtiger Mindfuck gerade für mich, ne? Für euch sicherlich auch. Es geht denn jetzt ab? Unser nächster Gast ist im Gespräch für den Pulitzer-Preis für ihre bemerkenswerte Reihe von Artikeln über den Origami-Killer-Fall. Ihr unglaublicher Mut und ihr Engagement führten zur Verhaftung des meistgesuchten Kriminellen des Landes und retteten einen kleinen Jungen. Heute Abend begrüße ich eine Frau, die man mit Fug und Recht als wahre Heldin bezeichnen kann. Madison Page. Danke, dass Sie hier bei uns sind. Team Madison. Man sagt über Sie, dass Sie entschlossen und mutig seien. Zwei Eigenschaften, die Sie zweifelsohne zum Überleben brauchten in dieser wirklich unglaublichen Geschichte. Hatten Sie irgendwann Angst um Ihr Leben? Aha, das war's schon. Madison Page, Heavy Rain. Krass, Alter. Das sieht wirklich aus, ob die so ein... Krank, die hat einfach ein Buch rausgebracht. Boah, das ist heftig, Mann. Danke, Miss Page. Ich bewundere sehr, was Sie getan haben. Danke. Aber ich glaube, wenn man... John, bitte. Ich glaube, wenn man Ethan nicht sieht... Wir brauchen mehr Journalisten wie Sie, Miss Page. Gut, dass Sie den Mistkerl geschnappt haben. Aber wo ist Ethan, Alter? Danke. Ich glaube, der fehlt hier in diesem Ende. Der ist gestorben. Wie heißen Sie? Vincent. Hervorragende Ermittlungsarbeit, Miss Page. Sie sind eine mutige Frau. Sie verdienen einen besseren Gegner. Jemanden, der kaltblütiger ist. Alter. Was war das denn? Jemanden, der kaltblütiger ist? Alter, was ist das denn für ein mysteriöses Ende, Alter? Vielleicht hat sie den Ethan hintergangen oder was weiß ich was, ey. Ah, das hatten wir auch, glaube ich, bei uns. Ja, Mann, das hatten wir bei uns. Das hatten wir bei uns. Die Beerdigung ist in 2 Tagen in einem gottverlassenen Kaff irgendwo hinter Washington. Und ich werde nicht drum rumkommen, daran teilzunehmen. Ich nicht. Jaden und ich kamen nicht so gut klar. Kein Problem. Das verstehe ich. Sir, ich habe noch die Brille. Was wird damit? Tja, er braucht sie nicht mehr. Machen Sie, was Sie wollen. Das war ja bei uns gewesen, ey. Erinnert ihr euch noch? Dieses Schwein, Alter. Ich habe echt gedacht, anfangs, der könnte auch der Origami-Killer sein, ne?
Aber das wäre zu krass, Mann, Alter, wenn er so heftig bei der Polizei involviert wäre. Ja, ich habe extra bewusst alle Enten mit reingenommen, Leute, damit ihr jetzt wirklich mal alles zu sehen bekommt hier. Und wer das Spiel noch nicht gesehen hat, Leute, dem tut's mir leid, der wurde jetzt des Todes überall gespoilert. Der muss sich die Let's Play-Reihe bei mir reinziehen vorher, Alter. Ist echt einer der geilsten Spiele überhaupt gewesen, ey. Oder zieht sie jetzt nicht an? Ich weiß nicht. Also bei uns hat er sie angezogen. Mal gucken, ob das jetzt genauso sein wird oder ob das anders sein wird. Ich denke mal, es wird genauso sein. Was soll jetzt hier anders sein? Warum soll er die nicht anziehen wollen? Ja. Warm, Junge! Boah, das ist so krass, ne? Also irgendwann wird es wirklich so eine Brille geben, Mann. Und das wird den Menschen komplett ersetzen. Er wird dann in dieser Welt leben. In dieser Welt. Aber was ich mich fragen würde, wenn er jetzt zurückwärts geht, ob der dann auch wirklich runterfallen würde, das würde ich mal gerne wissen. Weil im echten Leben kann das ja nicht sein. Vielleicht greift die Brille so auf deinen Kopf zu, dass sie denkt, dass du runterfallen würdest, ey. Und guck mal, wen haben wir denn da? Jaden. Das war, glaube ich, so ein Zeichen, dass er die Brille nicht anziehen darf, dass nur er sie das anziehen darf. Haben Sie sich das wirklich gut überlegt, Norman? Sie haben eine vielversprechende Karriere vor sich. Es ist schade, dass... Bei allem Respekt, Sir. Das habe ich getan. Ich brauche sowas wie ein normales Leben. Ich habe mich da viel zu sehr hineinziehen lassen. Ich brauche Abstand. Für eine ganze Weile. Er zieht sich zurück. Werden Sie zum FBI zurückkehren? Ich weiß es nicht. Ich kann nichts versprechen. Krass, Alter. Das glaube ich, wo man aufgibt, ne? Was? Sie können Ihr ARI behalten. Das Modell wird abgesetzt. Nächsten Monat kommt ein neues. Oha, ein neues? Oh, vielleicht kommt irgendwann Heavy Rain 2. Ich denke, ich werde es lieber zurückgeben. Es ist wirklich sehr verlockend, aber es wird mir wenig helfen. Da, wo ich hingehen werde. Da draußen. Wie Sie wollen. Ich hoffe, Sie finden, was Sie suchen, Norman. Das hoffe ich auch. Krass, einfach aufgegeben, ey. Aber jetzt scheint er vielleicht wieder ein normales Leben zu führen. Also scheint es mir vorzukommen. Oh, wieder Talkshow! Unser Gast zieht diese Woche das Cover des World Magazine und wird von unserer ganzen Nation als der neue Held gefeiert. Eindrucksvoll beendete er fast im Alleingang die grausame Serie von Morden, verübt von dem Mann, der als Origami-Killer bekannt wurde und rettete den kleinen Sean Maas. Entschlossenheit, Mut und Intelligenz haben ein neues Gesicht. Norman Jaden. Guten Abend. Krass. Also wenn bei ihm nicht läuft, ey. Heftig, Alter. Er hat den Origami-Killer gefasst. So ein Ende gibt's auch. Was ist denn da am Scheißen? Er hat, glaube ich, die gleichen Klamotten an wie gerade noch bei der Talkshow, oder? Oder kommt es mir nur so vor? Ich weiß es nicht. Das sind seine Drogen, ne? Ja, das ist auch ein gutes Ende für ihn, Alter. Er lässt seine Drogenvergangenheit hinter sich. Wieder FBI. Boah, das macht richtig Bock, Alter, diese ganzen Enten zu gucken. Ich find's mega geil, ey. Also ich werde das demnächst öfter machen bei Spielen, wo es verschiedene Enten gibt. Vielleicht hätten wir das bei The Walking Dead auch machen sollen, Leute. Aber jetzt ist, glaube ich, ein bisschen zu spät bei Season 1 oder Season 2. Da gab es ja auch verschiedene Enden. Alter, wo ist denn seine Hand? Oder ist das ein Handschuh? Sieht aus wie eine künstliche Hand, oder? Was macht der da? Ist der Pantomime oder was? Was ist das denn? Oha. Krass. Ey, krass, Mann. Die Brille hat so seinen Verstand, als wäre es real. Und das ist heftig, Alter. Er ist so in dieser Brillenwelt, glaube ich.
Er denkt, das wäre eine eigene Welt für ihn, weißt du? Das ist auch heftig, Mann. Was ist das? Ah, ist wieder der Friedhof. Ist das nicht die eine, Mann? Ja, das ist sie. Er war mein Sohnsgott. Hast du daran gedacht, als ich in deinen Armen lag? Warum hast du das nur getan, Scott? Es gibt keine Entschuldigung dafür. Ich fühle nichts weiter als Verachtung für dich. Nichts als Verachtung. Also auf den Grab spucken würde ich niemals, Alter, oder? Ja, wenn es mein Sohn wäre, ich weiß es nicht. Aber ey, das ist heftig, Mann. Ihr wisst ja noch, was bei uns passiert ist. Das wird wahrscheinlich gleich auch noch kommen. Aber was es für krasse Enden gibt, Alter. Motherfucker, Alter. Das Spiel ist so umfassend, Alter. Das ist ja nicht normal, ey. Fast wie bei Until Dawn, diese 1000 verschiedene Enden, die es da gibt. Oder Möglichkeiten, ne? Ist wirklich so. Aber der Typ hat das ja richtig krass geortet und sowas. Ich musste zwar alles einzeln downloaden, wie gesagt. Ah, ich glaube, jetzt kommt das Ende, was bei uns war, oder? Ja. Genau. Ihr erinnert euch sicherlich noch, was jetzt passiert. Die Familien haben dich nicht beauftragt, nicht wahr, Scott? Ich habe sie alle angerufen. Du hast nur versucht, deine eigenen Spuren zu beseitigen. Die Vergangenheit zu löschen. Und du genießt das Leid der Eltern deiner eigenen Opfer. Ich könnte der Frau, wenn ich erbe, nicht mal in die Augen schauen, Alter, wenn ich ihren Sohn umgebracht hätte. Ich schwor am Grab meines Sohnes, dass ich seinen Mörder umbringen werde. Und ich halte mein Wort. Junge, Junge, ist das krank, Alter. Ist unfassbar, Leute, ne? Es ist unfucking fassbar, ey. Was geht jetzt ab? Ja, was geht denn jetzt hier ab, Mann? Ah, da ist ja der Scott Shelby. Es ist, glaube ich, das gleiche Ende wie gerade, oder? Nur ich glaube, dass die Frau nicht da steht. Genau, der geht einfach. Das müsste da sein, als die Frau bei uns ertrunken wäre. Wir hatten ja, glaube ich, die Möglichkeit, als wir beide zusammen im Auto saßen, sie zu retten oder alleine abzuhauen. Und so wäre es, glaube ich, gewesen. Hätte überlebt, Alter. Krass, wenn wir sie im Auto hätten lassen, ertrinken lassen. Ertrinken lassen. Junge, Alter, was ein Deutschmann. Aber das ist auch heftig. Alter, wie lange geht das denn noch? Ich glaube, es geht richtig lange. Egal. Ist auf jeden Fall cool, Mann. Das ist richtig geil, Mann. Ich feiere das des Todes. Ist das Ethan? So viele Origami-Figuren hier, Alter. Was geht denn hier ab? Vielleicht gibt es da so eine Story, dass er der Origami-Killer ist. Oder er denkt, er wäre es. Ich weiß es nicht. Boah, hat er da viele Figuren. Links, rechts, oben, unten. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße. Boah. Er ist bei der Suche, seinen Sohn zu finden, verzweifelt, ist nicht weitergekommen, hat sich selbst das Leben genommen, glaube ich. Oh nein, Alter. Boah. Fuck. Der Sohn ist gestorben. Lass uns von hier weggehen, Ethan. Irgendwohin, wo es niemals regnet. Wir beginnen ein neues Leben. Du arbeitest als Architekt und ich bei einer kleinen Zeitung. Wir fangen einfach neu an. Und wir vergessen. So was kann man nicht vergessen, wenn sein eigener Sohn stirbt. Wie kann ich vergessen, dass meine beiden Söhne wegen mir gestorben sind?
Ich habe sie mehr geliebt als alles auf der Welt. Aber ich konnte sie nicht beschützen. Ich möchte ein Kind von dir. Ein Jungen mit deinen Augen. Und wir sehen, wie er aufwächst. Und wir sind glücklich. Wir schaffen das, Ethan. Das Leben muss weitergehen. Ich kann dir helfen. Wir stehen das zusammen durch. Ich liebe dich, Ethan. Gib mir bitte noch ein paar Minuten, Madison. Ich komme dann. Ich warte im Auto auf dich. Seinen eigenen Sohn zu verlieren, Alter. Das ist auch ein richtig schlimmes Ende, Alter. Was? Nein! Ethan, nein! 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 Boah. Das war das schlimmste Ende, glaube ich, ey. Das war noch schlimmer als das Ende davor, ey. Echt verdammt schlimm, Alter. Da kann ich echt nicht die Tränen zurückhalten bei sowas, ey. Unfassbar. Ja. Ich wäre auch durchgedreht, ey. Aber ich hätte mir, glaube ich, nicht das Leben genommen, ey. Oh Gott. Diese Musik ist einfach so krass. Eine der besten Spiele, ey, Musik, alles. Mir fehlen die Worte, Alter. Mann, 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 ey. Ich glaube, das ist da, wo wir uns wieder gestellt haben, als wir uns nicht umgebracht haben. Oder beziehungsweise runtergesprungen sind. Wir haben das ja überlebt mit irgendwelchen Rückenverletzungen. Ach du Scheiße, Alter. Jetzt ist er im Knast und will sich selbst erhängen, ey. Madison hat wahrscheinlich den Jungen auch nicht gefunden. Und er ist verzweifelt mit den ganzen Origami-Figuren im Knast und hat sich selbst das Leben genommen, ey. Nur die Frage ist, wie kommt er zu diesem Seil? Von wem hat er das bekommen, ey? Scheiße. Unglaublich, Mann. Unglaublich. Das hatten wir bei uns auch, genau. Madison hat wieder ihre Schlafstörungen bekommen. Ethan ist ja gestorben. Sie kommt damit nicht klar. Ja. Matt? Hier spricht Sam. Ich mache mir Sorgen um dich. Du gehst seit Tagen nicht ans Telefon. Ich weiß, du machst eine schlimme Zeit durch. Aber ich bin für dich da. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, ich bin hier. Okay? Ich versuche es später nochmal. Boah, ey. Die macht sich so schlimme Gedanken, Alter. Guck mal, die Leute hier stehen in ihrem Kopf. Stell dir vor, die sieht das wirklich so, ey. Das Ende hatten wir aber auf jeden Fall auch gehabt. Was hast du jetzt vor? Weiß nicht. Kündigen? Alles vergessen? Ich weiß nicht. Gehört Treptow zum Vergessen dazu? Es ist der effektivste Weg für mich. Es ist nur irgendwie keine Lösung. Im Moment bin ich nicht an Lösungen interessiert. Ich will nur vergessen. Wem redet der da? Ich fürchte, das hatte ich mehr mitgenommen, als du dachtest, Norman. Was meinst du? Mir geht's gut.
Ich werde das schaffen. Ich gehe es ruhig an. Wer ist das? Solange bis alles vorbei ist. Vielleicht ist es das nie. Was? Alter, der sieht in seiner eigenen Brillenwelt sein eigenes Ich. Das ist auch krank. Ach du Scheiße. Das wäre sein Drogentod gewesen, ey. Junge, 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 Junge. Spiel ist so umfassend, Alter. Geht's noch weiter oder ist jetzt Ende? Ja, es ist Ende, Alter. Ja, es ist Ende. Ich hab es. Okay, wir haben alle angeschaut, Leute. Auf jeden Fall einfach nur krank, muss ich sagen, dass es so viele verschiedene Enden gibt. Da sieht man wirklich, wie viel Mühe sich die Macher gemacht haben für dieses Spiel. So viele Enden. Und jetzt ohne Spaß, ich will jetzt wirklich selber auch die ganzen Todesszenen sehen, wie alle ums Leben gekommen sind auch teilweise. Jetzt haben wir hier bestimmt auch einige Todesszenen gesehen, die sich dann wiederholen werden. Aber ich denke mal, es wird dann noch andere coolere Sachen geben. Ich glaube, das Video wird dann über eine Stunde gehen oder so. Aber wenn ihr darauf Bock habt, die Tage, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich werde dafür jetzt keine extra Abstimmung machen, aber ich denke mal, dass ich das auf jeden Fall bringen werde, weil dann haben wir das Spiel komplett abgeschlossen, alle Enden gesehen, alle Tore gesehen und natürlich am Anfang unser eigenes Ende. Und ja, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Euer Öni ist raus, Mann. Morgen geht's weiter mit den nächsten Videos. Ihr wisst ja, ich bin von Freitag bis Dienstag in London. Die Videos werden jetzt vorproduziert sein. Also ich kann mich jetzt nicht auf aktuelle Sachen so beziehen. Aber ja, wir werden uns auf jeden Fall sehen. Checkt deshalb auch mein Instagram und Snapchat in der Beschreibung aus. Dort werde ich natürlich auch snappen, Instagram-Fotos raushauen. Könnt ihr sehen, wo ich unterwegs bin in London. Und ja, Leute, euer Öni ist raus. Macht's gut. Haut rein und ciao.